Hallo Freunde der Spiegeltour und willkommen zurück bei Rome 2 Römische Kampagne. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht. Jetzt haben wir den Kampf hier um die Stadt mit starkem Fokus gegen mich. Ich weiß, die Barbaren würden mich wahrscheinlich auch, wenn ich selbst kämpfe, total erledigen. Deshalb werden wir einfach unsere Stadt erstmal opfern. Unsere Unterstützungsarmee ist ja schon auf dem Weg. Wir müssen nur überlegen. Naja, ich weiß, er ist ein tapferer Tod gestorben. Einer ist geheilt. Ihre gesamte Provinz. Noch einer gestorben. Warum muss ich jetzt eigentlich hier einen neuen General auswählen? Die Armee ist doch tot. Nee, den will ich ungern einsetzen. Ach, die haben die Stadt geplündert, die haben die nicht erobert. Ja, so würden wir nur bis nach da vorne kommen. Schön, habt ihr die Truppen wieder vergiftet? Da müssen wir euch mal eben schnell marschieren lassen bis nach Rom. Damit wir jetzt nicht von unten noch angegriffen werden. In Rom werden wir die Stadt weiter ausbauen. Ja, war eine schlimme Runde für Rom. Aber zahle ich denn alles heim? Also die werde ich so noch in die Eier treten. Kann ich euch behilflich sein? Vor allem, jetzt habe ich den Agenten schon wieder hier stehen, ne? Das ist so kacke, jetzt brauche ich den schon wieder eigentlich drüben. Wir müssen erst da die Probleme lösen. So, wir haben 800 noch frei. Dann können wir hier auch ein öffentliches Forum bauen. Jetzt haben wir nur Schwanzus Longus Armee. Ach, hier war der General auch gestorben. Also sind eigentlich alle Generäle gestorben von mir. Aber mein Staatsmann wollte jetzt nicht unbedingt da reinziehen. Der soll mal lieber Politik machen in Rom. Will ich mich nur darauf konzentrieren, alles da immer reinzuziehen in den. Ja, beziehungsweise den da immer rauszulümmeln. Krieg! So wollen es unsere Götter, unsere Vorfahren lieben! Ihr liebt alles. Ist vielleicht gar nicht mal so eine gute Idee, unten gegen die... Piraten sind ein ernstes Problem, das euch mit unmittelbarer Aufmerksamkeit verlangt. Das eure unmittelbare Aufmerksamkeit verlangt. Wie wollt ihr mit diesem Meeresungeziefer verfahren? Rekrutieren. Ah, jetzt haben sie mich entdeckt. Macht aber nichts. So. Rache 1. Einnehmen. Fertigkeiten Rang 2. Plus 2% Moral. Plus 1 Schutz vor Geheimaktionen durch Agenten. Ja, komm, das nehmen wir mal rein. Hat einen Bonus auf List, der gute Herr. Und was wird der hier mit seiner Armee anstellen?
Boah, ich laufe dem nur durch die Provinzen hinterher, ne? Es kotzt mich an. Dämliche, nervende KI. Noch schlimmer ist ja meine Werkstatt abgerissen. In Neapolis. Was ihn zu einem noch viel größeren Penner macht. Ach ja, neuen Erlass. Minus 10% Rekrutierungskosten. Wir machen den Erlass auf Steuer. Das bringt uns gerade einfach mehr. Boah, wie der einfach jetzt durch meine Provinzen rennt, ne? Der verliert einfach nichts. Wollen jetzt schon wieder die Stadt plündern? Oh, diesmal müssen wir es selbst kämpfen einfach. Wir müssen es einfach versuchen. Es gibt immer etwas Neues aus Afrika. Plinius der Ältere, römischer Philosoph. 23 bis 79 nach Christus. So, immerhin scheinen die Barbaren einfach von einer Seite zu kommen. Was gar nicht mal so schlecht ist, denn wir können den General vielleicht direkt aufmischen. Ich werde einfach versuchen, so schnell wie möglich deren General zu töten, um die Moral zu senken. Ich erwarte eure Befehle. Die Barbaren bedrohen alles, an das wir glauben. Ich bin glücklich, richtig. Zu dienen. Tun sie auch, die Schlawiner. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Bereit zum Einsatz. Jetzt! Eure Befehle? Befehle? Roma, bereit zum Einsatz. Stolz, bereit. Bereit zum Einsatz. Was gerade Formation? Unser General wird angegriffen. Murari! Befehle? Eure Befehle? Befehle? Libya! Bereit zum Einsatz! In Quadratformation! Warum gehen die nicht direkt in Quadratformation, ey? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick! Eure Befehle? Feuer! Schieß! Bereit! Befehle? Bereit zum Einsatz! Ja, weiter hinten wollte ich Steinschleuderer gegen meine Mob-Truppen kämpfen lassen. Das war natürlich eine absolute anmaßende Situation von mir. Denn warum sollte denn sowas möglich sein, dass die dann überleben, beziehungsweise wirklich einen Gegner mal besiegen können? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Lieber fliehen sie wieder vor den Barbaren, anstatt dass sie nur eine Sekunde durchhalten. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Hätte ich auch die KI kämpfen lassen können.
Da hätte auch die KI einfach kämpfen können. Gefechtsdauer 2 Minuten. Wahrscheinlich plündern sie die Stadt hoffentlich wieder und nehmen sie nicht ein. Doch, diesmal nehmen sie sie ein. Eine Familie wünscht, einen eurer Charaktere zu adoptieren. Nein. Erobert Genau. Richtig, ich habe hier auch gerade nichts Besseres zu tun. Weißt du, was passieren wird? Der rennt auch einfach nur wieder weg. Und warum macht das? Weil er es kann. Und weil er ein Arsch ist. So einfach ist das. Und weil ich ihn einfach hasse. So, du setzt das Vermächtnis, der Römer geht nach Hause wieder ein. Gehst bitte in die Hauptstadt. Ja, wir haben das eine oder andere verloren, ich weiß. Weshalb wir jetzt nicht alles bauen können, was wir gewohnt sind. Seid ihr bereit, Rom zu dienen? Sind sie, ganz bestimmt. Weil irgendjemand muss es ja tun. Es bröckelt nämlich an allen Grenzen. Ich bin nicht mal ein Weltreich geworden bis jetzt. Wo sind die denn jetzt schon wieder? Das mache ich aber selbst. Weil das sollte ja noch drin sein. Trotz doofer Truppen und doofer Fernkämpfer sollte man hier den doch einkesseln können und mal so richtig schön aufs Maul. Er kommt auch nur von einer Seite. Das Einzige, was natürlich gefährlich ist, ist deren Fernkampfbelagerungsmaschinerie. Hier. Die Skorpion. Weil die tut natürlich weh. Sehr weh. Lockere Formation! In Schildkrötenformation zum Angriff! Auf den Angriff vorbereiten in Schildkrötenformation! Lebe! General! Sie werden sogar wirklich eine Schildkröte. Tolle Clipping-Fehler übrigens, wenn man nah ranzoomt. Okay, die laufen sogar schräg rüber. Genau, geht mal weg. Im Namen Roms! Plebeia! Die Römer sind bereit, ihre Pflichten zu tun. Bereit! Nahkampftruppen erwarten Befehle!
Doppelte Geschwindigkeit! Jupiter gibt uns Kraft! Im Dienste Roms! General! So, alle hinter die Wand. Ach, kacke, der läuft da auch irgendwo unten lang und dann kommt er später von hinten. Aber bis dahin könnten wir es sogar geschafft haben, die auszuschalten. General! So, dann geht mal in lose Formation und greift da an. Und die Mob-Truppen, die werden die dann von hinten angreifen. Aber was die für einen Schaden kriegen, ne? Unser General wird angegriffen. Natürlich wird er angegriffen. So, jetzt haben wir sie eingekesselt. Männer wanken. Gib es nicht, ey. Jupiter gibt uns Kraft. Horari, stolze Römer. Roma, Söhne des Mars. Andre Lebea. Wie ich's hasse. General! Mutige Römer bis zum letzten Mann! Schnelles Marschieren! Söhne des Mars! Schnell! Im Namen Rom, Jupiter gibt's. So, jetzt kommen die von da ganz hinten. Doppelte Geschwindigkeit! Was die Sache auch nicht besser macht. Doppelte Geschwindigkeit! Söhne des Mars! So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die, so gesehen die Mob-Truppe, hier gegen die Fernkampf- bzw. Belagerungstruppen ankommt. Mal gucken, wie die angreifen werden. Ach, die kommen da hochgelaufen, okay. Genau, schön auf die Steinschleuderer weiter feuern. So, greift alle nochmal die Fernkämpfer an. Aber es greift meine Levis da schon die ganze Zeit die Fernkämpfer an. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein Schlag. Leveas. Genau, ihr seid genau der richtige Gegner für die Adelskämpfer. Nein, ihr rennt da durch und versucht nochmal von hinten zu kommen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. So, ab in die Steinschleuderer. General! Boah, könnt ihr die nicht immer erwischen hier vorne? Ich krieg die Krise. Wer Infanterie bereit? Feuer! Befehle!
Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Kampf, eure Befehle gelöst. Schieß! Jetzt! Auf schnelles Marschieren! Glaubt ihr, ihr kriegt es noch hin, einen einzigen Barbaren zu töten für mich? Ey, ich würde mich so freuen, wie ein Ast. Ja, und wenn ihr nicht versucht, da oben irgendwo lang zu laufen, wäre ich auch super froh. Genau, bremst sie mal ein bisschen aus. Und jetzt nochmal. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Die Räuber bis zum letzten Mann. Da kommt Infanterie bereit. Aber wir müssen so am Ende sein. Und lustig ist, dass die immer noch super fit. Leben! Rom ist unter aller Mutter! Ist er ja. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Zu euren Diensten. Oh, noch beide Einheiten, toll. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Dafür haben sie die ganze Zeit verfolgt, damit die jetzt abhauen. Wird wahrscheinlich mit denen auch passieren. Unglaublich, wir kriegen es noch hin, die Steinschleuderer zu töten. So, lauf da ganz normal hin und ganz entspannt. Oh, jetzt kommen sie doch, oder was? Weil wir plötzlich doch Sicht hatten auf den Feind, ich weiß es nicht. Was soll ich machen? Ich habe eigentlich keine Chance mehr. Keinen einzigen Pfeil, Speer. Wie geht's euch? Ihr seid immer noch total im Eimer. Ich weiß, ihr seid am Ende, deshalb erholt euch noch ein bisschen. Toll. Denn nur die gesamten Adelssperrkämpfer sind noch super fit. Oh, haltet eine Sekunde durch. Ah! Das ist ein Schick.
Warum? Warum? Warum haltet ihr nicht einfach noch die Sekunde durch? Warum muss die verfluchten Adelssperrkämpfer 120 Mal eben getötet haben von meinen, ohne eine einzige Einheit zu verlieren, ey. Als wenn Rom damals solche Probleme hatte. Ich glaube, sie haben nur geplündert und nicht erobert diesmal wieder. Ja, sie haben die Siedlung geplündert. Brandstiftung wurde aufgegeben. Tja, was soll man machen? Wir hungern nach einer Schlacht. Nächste Runde werden die einfach Rom angreifen, dann stehe ich hier. Jetzt ohne Scheiß, zum einen steht der jetzt hier und kann sich nicht mehr bewegen, weshalb auch immer, weil der vom Agenten oder was auch immer angegriffen wurde. Zum anderen hatten wir hier oben die Liga stehen, die mich anpisst. Wie kann ich euch dienlich sein? Der nachher wieder in Neapolis reinrennt, weil ich hier keinen Schritt vorwärts komme, vor oder zurück. Wie kann ich euch dienen? Das Leben ist flüchtig. Ich kenne nichts außer Erfolg. So haben wir sie wenigstens verwundet. Zu euren Diensten. Zu euren Diensten. So, dann nehmen wir das mit den Fernkämpfern. Vor allem die Armee ist auch einfach wieder voll. Sie ist einfach wieder voll mit allen Einheiten, die er sonst hatte. Und ich komme hier in keine Richtung weiter. Trag eure Anliegen gut und schnell vor. Sprecht ihr schlecht oder langsam, verfüttere ich eure Zunge vielleicht... Psst, ruhig. Trag eure Anliegen gut und... Frieden, Frieden, dass ich nicht lache. Seid gegrüßt und nun sprecht. Wer am Schild eines anderen hängt, ist nichts als ein... Ist halt immer super, wenn man genau... Dies ist ein guter Tag, um Themen beidseitigen Nutzens zu diskutieren. Tja. Wenn es mal so einfach wäre und mich nicht jeder im Moment hassen würde... Im Namen unserer Freundschaft, die auch eine Freundschaft bleiben soll, seid gegrüßt. Und nun lasst uns gemeinsam Weisheit suchen. Ich hoffe mal, dass es am Ende auch so sein wird. Im Moment stehe ich ja nur hier rum. Ich sehe sie Rom angreifen, ich sehe sie Rom angreifen, ich sehe sie Rom angreifen. Oder Neapolis. Boah, es macht mich einfach fertig. Vor allem die Armee rennt von Norden nach Süden, von Süden nach Norden immer wieder. Es ist zum Kotzen. Es ist nur zum Kotzen. Tja, und wenn ihr nächstes Mal mitkotzen wollt, dann seid doch mit dabei, wie ich Rom verteidige. Gegen die anstürmenden feindlichen Streitkräfte. Dann gucken wir mal, wie Rom geplündert wird. Immerhin haben wir drei Hastati-Armeen für auf die Mauer. Und einen Haufen Roari für keine Ahnung wo. Wir werden es sehen. Bis dahin, ciao, euer Doc.